Pass auf, die Funktion vom Paxon. Körperliegende Körper, also ihr wisst schon. So wenig wie nötig und so ihr wisst schon. Habe ich auf Start gedrückt? Vorhin? Wir sind im Fernsehen. Die Ideen. Ökonomie, Körperstruktur, dass man Rumpf abdecken kann mit Grundtechniken, Kombination aus der 7 im Tau macht, zum Beispiel Tarnfaust, Tarnfaust in der Kopfebene, dann im Bauchebene, Gangfaust, Gangfaust, hier kann Quadfaust gemacht werden, das ist nur eine Variation. Paxau und Lapsau Faust, die mittlere Ebene, so senkende Techniken. Diese Ideen werden in der 7 im Tau trainiert. Nächste Idee ist in Jumpkyu Ausrichtung, Bewegung mit Wendung, mit Schritt. Und da ist es wichtig, dass man immer in die Richtung auch schaut und tritt und geht, wo man hintritt. Und das kann auch Tanfaust, also diese Körperstruktur, die du hier entwickelt hast, auch genauso gemacht werden. Mit Wendung, ja, ich öffne nicht da, sondern in der 7 im Tau habe ich entwickelt, dass mein Körperkasten nur so breit ist. Und diese Struktur können wir auch mit dem Partner so ein bisschen üben. Erstmal nur die Reize, zum Beispiel du hast Mangu-Position, Körper bleibt ruhig, das nur Tarnfaust ist hier. Tarnfaust ist da, das ist da, das ist da. Pack ist hier. Bleib so, Pack ist da, Pack ist da. Ja, Lab ist hier. Boom, Lab, boom. Dass man einfach die Körperstruktur entwickelt und sagt, ich greife auch nicht zum Kopf, sondern ich zeige, guck mal, hier ist die Abschlusslinie, schütze die, zeig, ja, hier ist die Abschlusslinie, schütze die. Da ist, ich greife der Abschlusslinie entlang unten, schütze die, ich greife hier, schütze die, ja. Ich gehe quasi in der Mitte rein, hier, Paxau, also im Prinzip gegenüberliegende Körperhälfte greife ich an und dazu hast du Paxau. Das ist auch die Funktion von Paxau, gegenliegende Körperhälfte zu schützen. Paxau zum Beispiel das. Lapsau, Wurm, genau das gleiche Prinzip. Hier kann Tanzau auch gemacht werden. Ja. Nur der Tanzau ist beim diagonalen Eingriff nicht immer so sicher, weil da kannst du mich sehr schnell verlieren. Wenn du mit Lab bist, da hast du noch Kontrolle, da kannst du noch mitgehen, wechseln. Wenn du das mit dem Tan machst, dann verlierst du mich sehr schnell. Deswegen das. Aber es ist nicht falsch, wenn man das so übt. Versteht ihr? Auch von der Kombination. Okay. Und so kann ich auch ruhig mit dem Partner diese Struktur entwickeln und sagen, Abschlusslinie ist hier, Abschlusslinie da, Abschlusslinie da, Abschlusslinie hier, Abschlusslinie da, Abschlusslinie da, Abschlusslinie hier. Und dann ein bisschen das Tempo einpassen, sagen wir armorientiert, dass man das versteht. Boom. Sie muss nur einfach Arme vor und entsprechend reagieren und versuchen auf jeden Fall in eigenen Körperkasten zu bleiben, dass der Tanzhau nicht auf einmal so aufschlägt, ja? Oder Paxau und wie nach da geht, ja? Da ist das Körper nicht, sondern nur so viel wie möglich und so wenig wie nötig. Ja? Wenn sie mir Eingriff gibt, dass ich hier bleibe, Stoß. Ja? Erstmal klar, ich kann aus dem Körper, aber es geht nur um Körperstruktur, das. Da wird über die Abschluss das. Unten das. Boom. Und da kann man sehr schön Drill aufmachen. Natürlich, wenn man fortgeschritten ist, ist es auch schwierig, einfach zu stehen und mit Armen zu machen. Da ist es schon immer so ein bisschen Drang nach vorne. Das ist auch okay so. Aber konzentriere dich auf die Übung einfach. Von da kommt Faust. 1, 2, 3, 4, innen, 5, 6. Mit gleichen Arm, innen. Sie gibt mir passende Eingriffe, damit bei mir auch das entsteht, was wir üben wollen, und nur so funktioniert es. Und dann kann man sehr schön das Drillen und Vertiefen. Voraussetzung ist natürlich, dass du die Grundtechniken hast, das kombinieren kannst, bumm, bumm, und dann sehr schön mit dem Partner. Das ist so, sagen wir, die Idee aus dem 7 im Tau. Ja, eine Idee für die Arme. Es sind ja natürlich viel mehr. Timing, Distanz und Ökonomie, das ist das Wichtigste. Okay? Pass auf, die Funktion vom Paxau. Körperliegende Körper, also ihr wisst schon. So wenig wie nötig und so ihr wisst schon.
Habe ich auf Start gedrückt, Freund? Wir sind im Fernsehen.